Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Episode unseres geopolitischen Wochenrückblicks. China, und damit ist natürlich die Volksrepublik China gemeint, ist heute in aller Munde. Egal ob die Medien über die neue Seidenstraße berichten oder die Proteste in Hongkong, das Reich der Mitte mit der Hauptstadt in Peking ist nicht mehr aus den Medien wegzudenken. Und wie das so ist, bei Staaten, die den amerikanischen Direktiven in der Außenpolitik und ihren Interessen nicht auf Punkt und Beistrich folgen, so werden auch heute viele Fake News über China verbreitet. Und unter diesen Falschmeldungen ist natürlich jene über Konzentrationslager in der nordwestlichen Provinz Xinjiang, in der Muslime eben brutalst umerzogen werden und dazu gezwungen werden, ihren Glauben aufzugeben, das neueste Stück aus der Mottenkiste der westlichen Propaganda. Diese Berichte basieren interessanterweise größtenteils eben auf der Gruppe der sogenannten Uigurischen Weltallianz, welche in Deutschland, in Berlin ihren Sitz hat, also ungefähr so zuverlässig wie die syrische Meldestelle für Menschenrechte in Großbritannien, die eben auch weit von der Heimat über die Geschehnisse dort berichtet und eben auch Gräuelgeschichten erfindet. Und demgegenüber stehen aber interessanterweise die Berichte der Uiguren in China selber, die eben interessanterweise die Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Deradikalisierung einiger Uiguren befürworten. Warum ist das so? Nun, die muslimische Bevölkerung in China, die ja nicht nur aus den Uiguren besteht, sondern eben auch aus den sogenannten Hui, war genauso wie alle anderen muslimischen Bevölkerungen auf der Welt eben den Radikalisierungsmaßnahmen eben wahhabitischer Prediger ausgesetzt, die eben auch versuchten in Xinjiang eben Terroristen für ihren sogenannten Heiligen Krieg eben entweder in Bosnien, in Afghanistan oder aber eben jetzt jüngst im Irak zu rekrutieren. So kommt es, dass eben auch viele Uiguren sich den Reihen des Islamischen Staates angeschlossen haben, aber nicht nur in Syrien und im Irak gekämpft haben, sondern eben auch in anderen Weltgegenden, um eben hier mehr oder weniger die westlichen Interessen zu flankieren, eben im Stil eines Hollywood-Islamismus, den man sich wohl absurder nicht mehr vorstellen könnte. Im Zuge dessen kam es auch in Chinas nordwestlicher Provinz regelmäßig zu Unruhen, die nicht zuletzt auch von diesen Akteuren begünstigt, wenn nicht sogar eben gesteuert wurden. Und das äußerte sich immer eben in größeren Messerstechereien, aber eben auch Anschlägen, dem auch zahlreiche Han-Chinesen zum Opfer fielen, aber nicht nur Han-Chinesen, sondern eben auch Uiguren selbst, die eben genau diesen Terroristen nicht gepasst haben. Doch anstatt eben den deutschen Weg zu wählen und diese Messerstechereien entweder einfach totzuschweigen oder mit Geld totzukuscheln versuchen, wie das eben in Österreich und in Deutschland gerne gemacht wird, hat die chinesische Regierung einen anderen Weg gewählt. Nämlich den Weg einerseits der harten Bestrafung dieser Täter und andererseits eben auch den Weg der Umerziehung dieser Terroristen, um sie wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können und sie eben gewissermaßen zu deradikalisieren. Während sich also die Menschen im Westen abstechen lassen, versucht China hier im Sinne einer ordnenden Politik, die Leute wieder zur Raison zu bringen und eben dem Entstehen einer radikal-islamistischen Unruheprovinz bzw. eben eines Gottesstaates auf dem eigenen Staatsgebiet entgegenzuwirken. Dass das interessanterweise genau den westlichen Politikern, die eben das Entstehen von Gottesstaaten, Unruheprovinzen und Terroranschlägen in Großbritannien, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten relativ gelassen hinnehmen, überrascht natürlich nicht, weil sie genau auf diese Unruhe und diese Spaltung angewiesen sind. Wer also glaubt, dass China ein Staat ist, der massiv und radikal gegen seine Muslime vorgeht, der irrt, wenn er sich näher die Situation in China selbst ansieht. So kommt es eben auch wieder zu einer steigenden Zahl an Eröffnungen von Moscheen, was nicht zuletzt eben auch daran liegt, dass die neue chinesische Führung unter Xi Jinping den repressiven altkommunistischen Kurs gegenüber den Religionen eben und Glaubensgemeinschaften immer mehr aufgibt und stattdessen eben versucht, diese in den chinesischen Staat selbst zu integrieren. Dies betrifft dabei eben auch nicht nur die chinesische Ahnenreligion, sondern eben interessanterweise auch die Muslime im Land.
Dementsprechend kann man sagen, dass die Diskrepanz zwischen Propaganda und Realität auch in Chinas Provinz Xinjiang in Bezug auf die westlichen Medien nicht größer sein könnte. Dabei sei eben auch daran erinnert, dass die chinesischen Kommunisten bereits in den 30er Jahren, also Ende der 30er Jahre, in dieser Provinz versucht haben, eben ein möglichst harmonisches Auskommen zwischen den muslimischen Uiguren auf der einen Seite und den Han-Chinesen auf der anderen Seite zu erzielen. Das, was also in den westlichen Medien über Xinjiang berichtet wird, ist nichts anderes als ein weiterer Versuch, den Kampf der Kulturen eben auf Biegen und Brechen eben heraufzureden, um eben hier einen weiteren Unruheherd eben mitten an der neuen Seidenstraße zu konstruieren und zu befeuern. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir auch weiterhin uns Berichte über solche Weltgegenden und eben plötzlich auftretende ethnisch-religiöse Konflikte immer genauer ansehen und darüber nachdenken, ob das jetzt wirklich so ist, um das zu überprüfen, oder ob nicht vielleicht die Berichte vielmehr dem Wunschdenken westlicher globalistischer Strategen entspringen, die eben einen weiteren souveränen Staat auf der Welt destabilisieren wollen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zusehen diese Woche und möchte Sie darum bitten, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, auch wieder ein Gefällt mir zu hinterlassen, unseren Kanal zu abonnieren, aber auch unserem Telegram-Kanal zu folgen. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag bis zur nächsten Episode unseres geopolitischen Wochenrückblicks. Danke.